Wir haben die Tempelruine erfolgreich hinter uns gebracht und befinden uns jetzt im Level der Ganges. Ja, der Ganges, ganz einfach erklärt, ist ein Fluss. Wie im Spiel auch befindet er sich wie in der realen Welt in Indien. Hier in den Fluss sollte man nicht reinspringen, da sich hier eine Strömung herumtreibt, genauso wie Piranhas. Und diese beiden Kombinationen sind einfach nicht gut zu ertragen. Wenn wir mitgerissen werden, werden wir bis zu einer Stelle getrieben. Da ist dann so eine Schräge, da kommen wir einfach nicht weiter. Wir werden immer wieder ins Wasser rutschen. Und die Piranhas, die werden dann ihren Spaß haben und uns einfach da auffuttern. Deswegen ist der Ganges einfach ein ganz fieses Level. Wenn man aber weiß, wo man hin muss, wie man springen muss, ist das eigentlich eine ziemlich einfache Angelegenheit. Werd mal sehen, wird man dann trotzdem mal hier die Gelegenheit nutzen, mal ein Speicherkristall zu nutzen. Einfach weil da viel zu viele Stellen sind, die einfach viel zu viel Risiko beinhalten, wo man ins Wasser fallen kann. Aber einfach mal schauen, wie weit wir kommen. So. Ja, das Quadbike, das haben wir erstmal stehen gelassen. Wir machen uns nämlich erstmal auf zum ersten Secret. Ich liebe ja meine Secrets, die muss ich ja immer unbedingt einsammeln. Koste es, was es wolle. Einmal hier hin. Dann geht es da weiter. Ja. Hier muss man richtig haarscharf springen. Und immer gucken, Anlauf nehmen und in der Luft schon Aktionstaste drücken. Sonst wird das nicht gut. Hier weiter. Dann dahin. Einmal hier rüber. Dann zuletzt auf den Block da hinten. Auch wieder schön mit viel Anlauf und festhalten in der Luft. Und schon haben wir das erste Secret erreicht. So. Hier die Stelle ist auch wieder ein bisschen fies. Zwei bis drei Schrägen. Dazwischen sind Stacheln. Da ist es perfektes Timing. So. Und schon können wir in aller Ruhe die Gegenstände einsammeln, die sich hier befinden. Ein großes Medipack. Da hinten ist noch etwas. Genau. Gewehrmunition. Und sonst war nichts mehr. Nee, da können wir schon wieder gehen. So viel Risiko für so wenig Gegenstände. Aber es geht ja um die Secrets als solches. Da kenne ich kein Pardon. So, mal hoffen, dass alles gut geht. Ich will, dass jeder Sprung hier sitzt. Super. Ah, ja. Das hat gut geklappt. Hier die Stelle könnte Probleme geben, weil über einen so eine Kante ist. Und da kann es sein, dass die Figur da nicht springt. Aber das klappt doch gut. Und weiter. Und wieder einmal weiter. Und dann gleich können wir uns dann schon auf den Buggy setzen. Auch wenn es nicht so lange ist. Die meiste Zeit werden wir hier klettern und klettern und klettern und klettern. Aber was muss, das muss. So. Ja, haben wir doch super gemacht. Dann wieder zurück an unserem Ausgangspunkt. Wir hangeln uns wieder bis zu der Kante da hinten und auf zum Quadbike. Die Gegenstände am Anfang in der Nische haben wir ja schon eingesammelt. Brauchen wir da nicht mehr dran denken.
So. Und ab dafür. So, hallo. Und los geht's. Okay, hier müssen wir aufpassen. Hier ist eine Schlucht. Schön eng dran vorbei. Hier bleiben wir eben stehen. Nicht ohne Grund. Hier ist nämlich das zweite Secret. Einfach bis nach unten hin. Und uns auf weitere Gegenstände freuen. Dauert halt ein bisschen. Ist ziemlich tief gelegen, die Stelle. Man könnte auch mit dem Trick schneller machen, indem man loslässt, festhält, loslässt, festhält. Aber wir haben ja Zeit. Hier machen wir uns eine Fackel an. Hier sind schon direkt Gewehrmunition. Und dann haben wir hier noch Fackeln. Wird mich auch nicht wundern in so einer Tiefe. Und dann haben wir noch ein großes Medipack. Yay! Ja, zum Hochklettern, da gibt es leider keinen Trick, den man anwenden könnte. Da sind wir auf die Gnade von Lara beschränkt, wie schnell die da macht. Aber wie ich ja schon gesagt habe, wir haben Zeit. Wir haben es ja nicht eilig. Ist ja ein Let's Play und kein Speedrun. Wo das eigentlich auch eine sehr gute Idee wäre, zu machen. Da will ich mir das Labern sparen. Ja, falsch. Aktionstaste, genau. So, ein bisschen Anlauf nehmen. Und weiter geht's. So, bis hierhin. Dann nehmen wir uns ein bisschen Anlauf. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie der Trick war, wie man hier fett Anlauf nimmt. Ne, irgendwie, das weiß ich gar nicht mehr. Ah, so, genau. Da hört man schon an dem Motor, dass der da am Düsen ist. Wenn wir loslassen, flitzt mal los. Hier parken wir das Teil und machen weiter mit dem Kletterpart. Ja, jetzt muss ich erstmal die Kombination wieder rausfinden, wie man diesen Turboantrieb beim Quad aktiviert. Ich hoffe, ihr habt mir das gemerkt. Weil diese Funktion werden wir später noch des Öfteren gebrauchen. Hallo! Gute Nacht. So, weiter im Text. Oh, ich sehe gerade, die hat mich getroffen. Dann müssen wir wohl ein Medipack nehmen. 5 und 10. Nehmen wir mal das, wovon am meisten da ist. Hier kriechen wir einmal durch. Hier hoch. Da vorne kommt gleich so eine tolle Lücke. Bloß nicht reinfallen, sonst können wir den ganzen Teil nochmal neu machen. So. Ich glaube, hier lag irgendwas für uns. Oder? Jo, da lag sogar was für uns. Habe ich mich doch noch recht in Erinnerung behalten. Okay. Hier machen wir die Tür auf. Per Knopfdruck. Da kommen jetzt Affen angerannt. Die brauchen wir nicht zu erschießen. Da reicht das, wenn wir auf das Quadbike steigen und die einfach fröhlich überfahren. Ist etwas brutal, aber macht nichts. Habe ich ja keinen Vertrag mit. So, hier steige ich mal ab. Nehme den Speicherkristall, den könnte man auch im Fahren nehmen.
Aber hier spaltet sich der Weg. Oh, da ist noch einer. Okay. Entschuldigung, die Störung. Weiter geht's. Also, die Erklärung. Hier spaltet sich der Weg. Und zwar rechts hier entlang ist die einfache Variante. Da läuft man einfach nur auf ebenem Boden herum, muss ein paar Schlüssel einsammeln, muss dann über eine Rampe flitzen und kann dann eigentlich schon das Levelende verlassen. In die Richtung gibt es vier, ich meine, das waren vier weitere Secrets einsammeln. Oder drei, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Müssen wir mal schauen. Ich entscheide mich natürlich für die schwierige Variante. Wir werden diesen Weg wählen. Das bedeutet, wir steigen wieder aufs Quadbike. Und flitzen einfach mal den Gang weiter.